Ich darf schon mal wieder hier herzlich willkommen zurückheißen. Warte, man könnte sich auch mal eine andere Begrüßung einfallen lassen, aber das ist mir eigentlich jetzt erstmal relativ, ne? Aber ja, also, ich mach das einfach mal so, dass man einfach mal wieder zu einem neuen Duell hier mal begrüßt. Ja, oder man, du hättest auch sagen können, herzlich willkommen beim nächsten Duell mit dem Luffy Evolution 666. Da hast du die Begrüßung gestern mal wiederholt, das ist aber nett, ist sehr nett von dir. Ja, ist doch fantastisch, ne? Ja, aber ist sehr geil von dir. Finde ich gut. Okay. So, dann wähl mal bitte. Dann wählen wir einfach mal aus, ja, stimmt das. Schon wieder gewonnen? Oh, Alter. Mann. Also wir haben jetzt natürlich andere Decks, ne? Ja, andere Decks, genau. Jetzt haben wir wieder ein anderes Deck gewählt jetzt hier. Ja. Ich hatte ja im ersten Part ein Unterwettler-Deck und jetzt habe ich ein Drachendeck. Und was hast du? Boah, keine Sache. Das wirst du dann gleich schon sehen. Okay. Wirst du eh dann gleich schon sehen? Das ist mein doch eine super Antwort. Ich hoffe ja nicht, du hast dieses Deck ausgesucht, wo du halt meine Lebenspunkte killst, ey. Ist das jetzt schon oder muss ich das dann schon? Nochmal in Phase. Super, dass du jetzt meine Frage beantwortet hast. Das kommt... Das Beste kommt... Das heißt wohl immer, das Beste kommt zuletzt, aber bei mir kommt das Beste immer zuerst. Fantastisch. Damit dann später irgendwann mal die langweiligen Decks kommen. Ah, schon ich muss ja jedes Deck mal machen, ne? Also auch, ja, das, auch so ein langweiliges... Ich will es zwar nicht langweilig nennen, aber durch so eine bestimmten Karten wird das Deck dann halt in die extremste Länge gezogen. Ja, das ist das Deck, was ich meinte. Super. Also mit dem Deck hat Tuni natürlich offscreen mich sehr, sehr oft geärgert. Oh ja. Das ist so ein Lebenspunkt-Entziehungsdeck irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das noch nennen soll. Ja, so ein Lebenspunkt finde ich da. Ja, so ein, wenn unter Umständen da ein paar Yu-Gi-Oh!-Kenner unter euch da sitzen sollten, dann wird euch ja der Begriff in Burner-Deck ja dann bestimmt was sagen. Denke ich mal. Yu-Gi-Oh! Pros sagt das ja sowieso was. Wenn man das dann so anspricht, dann sagen die gleich, ach ja, hier. Die Dudes sind das. Oh mein Gott, ey. Hat der gerade hier meinen Drachen schon wieder gekillt, ey. Das gibt es nicht. Und lass mich ran, wieder dazu gerade. Nein, das ist man nicht. Ja, das hat nicht allzu viel gebracht. Weil ich keine verdeckte Karten habe. So, okay. Main Focus 2. So. Fantastisch. Oh Gott. Gleich. Ja, die Zauberkarte ist fies, ey. Ja, Dunkelstand-Syndrom. Ja. Yum, yum, yum. So. Oh Scheiße, wie soll ich noch sitzen? Wie soll ich jetzt in Schleim loswerden? Ich will dich noch ein bisschen unter Druck setzen. Danke, Tony. Danke. So, Endphase. Du bist sehr nett. Heute immer. Immer gerne. Also. Immer gerne, immer mehr. Ja. Oh Mann, ey. So. Oh, Gott sei Dank. Zumindest ist die Nervensäge weg. So, M2 und dann tun wir doch der nächste Turm. Oh, bloß die Zauberkarten, die nerven mich jetzt extrem, ey. Alter, so, Schwede. Sitzen. Ich kann noch irgendwas setzen, sonst ist wieder in Phase. Geht das diesmal relativ fix hier, ey. Der Wahnsinn. Ja, das ist abgeht. So, jetzt beschwöre ich nämlich ein sehr bekanntes Monster. Okay, gerne. Oh, geil. Der Drache mit dem eiskalten Blick. Da ist er doch, der Kollege. Kaipers Lieblingsmonster. Ja, stimmt. Oh Gott, deine Kanone macht mir Angst. Ich kann nur das setzen und dann halt Endphase machen. Ich habe immer nur eine Karte auf der Hand, ne? Ist halt immer so, kann ich nur eine Karte immer ausspielen. Aber es geht schon, denke ich mal. Das wird auf jeden. So, jetzt beschwöre ich den heiligen Ragnarok. Okay, gerne. So, und ich greife mal lieber mit dem weißen Drachen an. Das sehe ich aber irgendwie ein bisschen anders. Oh Scheiße. Ja, und ich habe verloren. Ich habe gleich sowas von verloren. Jo, ich muss eigentlich ordentlich machen. So, nö. Gewonnen. Und? So, gewonnen. Schick doch die Band an, ey. Scheiße. Ich habe gar nichts machen müssen. Einfach so gewonnen. Durch Zug abgeben. Das ist Wahnsinn. Ja, ne, dann müssen wir... Ich habe ja auch vorhin auch das erste Duell gewonnen, dann hast du zwei gewonnen. Also muss man mal sehen, wie es jetzt läuft. Stimmt.
So, dann können wir mal endlich. Hier habe ich natürlich keine Zeitdeck-Karten drin, weil ich mir dann dachte, so ja, wenn es eh nicht springt, dann bringt es halt nichts. Da kann ich jetzt schon ein Zeitdeck vollständig machen, dann sind wir schon fertig. Weißt du? So, und diesmal fange ich mal an. Ja, weil du ja gerade verloren hast, genau. Kannst du jetzt auch anfangen. Einfach so. Ist ja nur fair, ne? Ja, genau. So. Das könntest du gerne machen. Ach ja. Okay, okay. So, wir werden auf jeden Fall das setzen. Und das setzen. Und oh, ich hab's wieder auf der Starthand. Ist ja cool. Oh nee, nicht schon wieder die blöde Zauberkarte. So, bitte. Ich will dich halt immer ein bisschen unter Druck setzen, weißt du? Das ist immer so mein Ding. Ja, ja, ja. Ich mach das auch nochmal, die kennst du ja auch. Ja, die kenne ich jetzt langsam in- und auswendig. Alter Schwede. Alter Schwede, nervt er mich schon wieder. Meine Fresse. Ja, zumindest mit dem Blick, ey. Geht doch nicht so, was du machst hier. Also nur, dass ihr es wisst. Offscreen habe ich nämlich auch natürlich ein bisschen aufgeregt bei dem, ja, so bei diesem bisschen. Deck. Bei diesem Deck natürlich. Ja, ne? Auf jeden Fall. Aber ist natürlich verständlich, warum. Oh ja. Oh Mann, ey, das geht. Und Endphase nicht. Bitte? So. So, wie mache ich das jetzt am Ach Glück? Ja, ich hab mal Lust auf das hier. Schon wieder? Oh Toni, ich glaube du gewinnst jetzt wirklich, ey. Meinst du das echt? Aber sowas von. Ich sag ja, mit dem Deck gewinnst du irgendwie immer, kann das sein? Ist das echt so? Ja, also bis jetzt hast du jedes Mal, wenn du dieses Deck genommen hast, hast du gegen mich fast jedes Mal auch immer gewonnen. Ist dir das noch nie aufgefallen? Ne. Ja, irgendwie nie, ne. Ja, toll. Bin schon was. So, und den Level zudecken. Zack. Scheiße, ich habe nur noch 3400 Lebenspunkte und so, du hast und das kaum was verloren. So, bitte. Bitte gerne. Gut, zumindest kriege ich jetzt den Vogel schon mal platt. So. Das heißt, du aktivierst jetzt was Böses. Jo, zum Beispiel das hier? Ja, zum Beispiel wie Albtraumrad. Oh, Toni, ich könnte dich jetzt umarmen, ey. Oh, das ist aber sehr nett. Sehr nett von dir. Autsch. Nochmal, 800. Und nochmal. Oh, und scheiße. Nochmal 500. Und jetzt wäre ich nochmal eine finstere Kammer der Albträume. Gibt's nochmal Schaden? Ey, hallo? Und jetzt nochmal Flip beschwören. Ja, 1300 Lebenspunkte. Und so, und die Uhr nochmal. Komm, nochmal, komm, irgendwas nochmal, komm. Und die Uhr nochmal zu dir zudecken. Okay. Ja klar, ich hab gewonnen. Ja super, danke Toni. Oh, toll. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Der Wahnsinn. Wenigstens mal 1-1 Ausgleich. Vorhin hast du gewonnen, diesmal hab ich gewonnen. Die ist jetzt 1-1, siehste. Ah, fein. Du kannst nicht abbrechen und das war's schon, siehste, meine Freunde. Das ist ja der Wahnsinn, wie das hier abgeht. Mhm. Alter Schwede. Zumindest mit dem Deck, ey. Mein Fall. Alter Schwede, das ist mein Lieblingsdeck zur Zeit. Was ich echt schon nahezu perfektioniert habe, muss ich leider schon ehrlich zugeben. Nahezu. Das merkt man, Toni. Ja, ne, diese Kartensynergie. Oh. Diese Kartensynergie oder wie die Karten zusammenarbeiten, ist schon krass, oder? Wenn man eine gute Starthand hat. Es kommt halt immer auf eine gute Starthand an, ne? Dann kannst du eigentlich schon fast sagen, dass du gewonnen hast, sag ich mal so. Ja. Wenn der Gegner jetzt nicht unbedingt so übelst die krassen Karten hat oder jetzt irgendwelche, wie ich mit meinem ersten Deck gespielt habe, dass du auch die Kartenvernichtungskarten halt drin hast und deine Gegner auch unter Druck setzen kannst. Mhm. Ja, aber wie dem auch sei, das ist war schön, siehst du, das war heute diesmal nur ein kurzes Intermezzo. Da könnt ihr euch schon wieder auf eine neue Folge freuen. Ja. Ah, ich glaube, dann werde ich jetzt dann als nächstes aufnehmen, oder? Ja, genau. Ja, das hat mir ja so ausgemacht. Zweimal ich und dann kommt schon zweimal du dran, siehst du? Genau. Einmal frei. Da sehen wir uns dann das nächste Mal beim Luffy Evolution wieder. Ja. Meine Freunde. Und wir sehen uns dann halt auch wieder im nächsten Duell wieder. Bis genau. Bald, meine Lieben. Auf gutes Kartenglück, meine Freunde, und glaubt immer an das Herz der Karten, dann wird alles. Genau, wie Yugi es immer erwähnt hatte. Genau. Haut mal rein und habt noch einen schönen Tag. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.